Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 16 von Shapes.io. Wir hatten letztes Mal das Problem, dass hier die weißen Teile nicht genügend vorhanden waren, so wie das jetzt immer noch ist. Die blauen haben wir ja ausgebaut links und ja, rechts sind die blauen Teile noch im Stau sozusagen, aber die weißen sind es jetzt. Und nach dem Intro wollen wir dann schauen, dass wir das Weiße erweitern. Bis gleich. So, dann gucken wir mal, was wir hier machen. Hier unten kommen neue hinzu. Würde ich jetzt auch ganz einfach mal... ja, die Shift-Taste ist dein Freund, ne? Da haben wir schon mal vier, die dazukommen. Und die Weißen stauen sich hier sehr weit zurück. Na, ich würde jetzt erst die Weißen hier wegnehmen von dem Band und vielleicht dann nachher hier noch notfalls verlängern, wenn es nicht reicht. Wenn wir die zu wenig produzieren. Das bedeutet, drehen den da mal um und bauen den da einfach zwischen. Gehen hier mit einem Tunnel durch. Da lang. Verbinden das erstmal hiermit. Gehen hier weiter. Kommen da hoch. So, und jetzt sollte es eigentlich so sein, dass wir jetzt hier mit 5300 Teilen das ja kopieren können. Und zwar müssten wir das jetzt Steuerungstaste drücken, den Bereich kopieren und wir gehen bis hierhin, oder? Ich glaube schon. Und dann müsste das eigentlich dahin kommen, oder? Das müsste so erstmal gut aussehen. Wir müssen gleich noch ein bisschen was dran bauen. So. Hier dieses Förderband müssen wir durchziehen. Hier oben auch noch. So, die kommen hier raus. Ah, jetzt haben wir da schnellstens den Stau. Rotieren. Und so hingebaut. Passt. Und diese hier. Sind da zu Ende. Die Weißen sind da drin. Jetzt müssen wir hier diese Linie noch anschließen. Jetzt müssten sie eigentlich laufen, oder? Passt. Die können wir wegmachen. Ah, da guckt jetzt ein Weißer draus, ist aber egal. So, jetzt haben wir hier die zweite Reihe, die da Weiße produziert. Aber wie wir sehen, ist das tatsächlich noch nicht ausreichend, oder? Hier kommt tatsächlich zu wenig rein. Okay, das können wir schnellstens lösen, indem wir da einen mehr machen. So, jetzt staut sich sie aber. Und jetzt ist das weiße Band hier leer. Jetzt liegt es am weißen Band, dass wir da mehr brauchen. Und das bedeutet, wir müssen hier weiter arbeiten, ne? Ich glaube, diese drei nur, ne, oder? Ja, sieht so aus. Nee. Das ist nicht das Richtige. Da haben wir was nicht kopiert. Steuerung Copy. So, jetzt haben wir es. Kann ich das so da reinbauen?
Sieht wohl so aus. Ist noch nicht voll das Band, ne? Ich glaube, einer geht noch. Ja, vielleicht geht noch einer. Aber es sind keine gelben da. Die gelben fehlen. Das bedeutet, hier geht es nicht weiter. Das ist ja das gleiche wie vorher. Das heißt, die Kopie, die wir hier haben, ist schon gut. Nur wir müssen jetzt das Band hier so rummachen. Wir hoffen, dass es jetzt passt. So, jetzt läuft's. Jetzt kommen wir wieder weiße. Sieht ja erstmal gut aus, ne? Aber ein weißer fehlt noch. Die Kopie ist da noch dran, naja. Aber nee, nee, der weiße ist es nicht. Es ist definitiv hier noch. Gelb ist das Problem noch. Und gucken wir, ob es jetzt reicht. Blaue kommen ja genug runter. Die gelben kommen nicht genug runter. Jetzt ist das gelbe Band hier auf jeden Fall erstmal voll. Ja, nicht ganz. Aber bei weitem voller. Das heißt, wir haben hier zu wenig Zulauf erstmal. Ah ja, hätte ich wieder die Shift-Taste drücken müssen. Rot ist besser. Grün ist. Ja, da fehlt es immer noch. Das heißt, wir bauen da noch so ein Teil rein. Ja, schade. Man muss einfach nur die Shift-Taste drücken, ne? Und die muss man auch gedrückt halten, ne? So. Das grüne Band sieht zurzeit voll aus. Das rote nicht, weil da auch definitiv noch ein Teil hier fehlt. Jetzt ist es voll. Jetzt sieht es gut aus, oder? Die laufen beide voll rein. Und laufen auch fast voll raus. Ist nur eine Lücke drin. Das heißt es, hier noch ein bisschen zu bauen. Und ein Tunnel. Von da nach da. Dann das Teil bauen. So ist er richtig, ja. Und dann so rum. Hier fehlt noch eine Stelle. So, jetzt flitzen da die letzten gelben auch noch durch. Das Band ist voll. Läuft durch, aber es ist hier voller wie da, ne? Also hier stockt's, während es da nicht stockt. Sollten wir da das auch nochmal mit dem letzten hier noch dazu bauen? Ich glaube schon, ne?
Der ist da falsch. Ich muss erst den bauen. Und dann den. Ja, den hätte ich mir vielleicht sparen können, aber jetzt ist auch egal. Und hier muss. Der ist schon der richtige, ne? Ja. So, weißes Band voll. Ja, weißes Band voll. Aber ich glaube, es könnte enger sein, ne? Kann das sein? Auf jeden Fall ist hier, wie wir sehen, jetzt mehr unterwegs, aber noch nicht genug, weil da sind noch Lücken. Und ja, es ist bei beiden Seiten jetzt, wie man sieht. Es ist beim weißen Band genauso schlecht wie auch beim blauen. Das heißt, wir müssen auch das Blaue optimieren. Wenn hier die blauen alle mit Stau reinlaufen, was fehlt dann? Dann fehlen die, ja, diese fehlen hier. Okay, das bedeutet hier mal nur einen auf jeden Fall reinmachen. Vielleicht machen wir auch zwei besser rein. Jetzt ist das Band hier auf jeden Fall voll. Weiß nicht, ne, ob das hier so reicht. Aber da kommen immer noch nicht genug rein. Ach so, weil hier. Also hier staut sich's ja. Kommen hier genug blaue durch? Ne, da ist immer noch eine Lücke drin. Die Lücke haben wir noch nicht weg. Hier kommen noch zu wenig weg, würde ich sagen. Das ist dann wieder so zu machen. Wo muss ich hier kopieren? Eigentlich dieses Stück bis da, ne? Glaube, so muss ich es kopieren, ne? Dann muss es so dahin, oder? Ja. Oder? Nee. Hier fehlt mir der blaue. Der war nicht richtig. Ich glaube, wir müssen so, so. So müssen wir es haben. Und dann so rein kopieren wir. So, jetzt sollte das Band voll laufen. Hier müssen wir noch mal basteln. Noch eine Rolle dahin. Und der kann da direkt rein, ne? Und da muss noch einer. Nee, ich glaube, der war's. Ja, der ist es. So, jetzt kommen da die Blauen auch noch durch, oder? Ich glaube, jetzt passt's. Aber Band ist relativ voll, aber nicht voll. Ganz voll. Die Weißen sind voll, das ist schon passend, aber die Blauen noch nicht. Aber es ist schon eine richtig gute Bahn eigentlich, würde ich sagen. Die Weißen sind hier auf jeden Fall genug da, die sich hier aufteilen. Das ist alles gut. Es ist definitiv, dass das Blaue hier, obwohl jetzt hier schon Rückstau entsteht. Ne? Ich glaube, es ist alles soweit da passend erstmal. Hier unten muss noch eine Einheit mehr sein dann. Weil hier staut sich's ja jetzt zurück. Ja, würde ich sagen, das ist erstmal gut.
Okay, dann würde ich aber sagen, das optimieren wir weiter in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich das Upgrade hier noch gedrückt habe. Okay, da gibt es eine neue Form. Alles klar, bis dann. Ciao.